Geiles Jingle, ey. Herzlich willkommen hier auf dem Klo, ihr schroffen Jungs und Mädels, bei Hook. Heute auf dem Klo. Ja, ist quasi eine Filmumsetzung. Ich meine, das so an diesem Logo erkennen zu können, mit diesem Haken. Das ist ja quasi die Realfilmumsetzung zu Peter Pan. Also es gab ja auch einen Peter Pan Disney-Film, also einen Zeichentrickfilm, den ich auch sehr empfehlen kann. Auch ein sehr schöner Zeichentrickfilm. Aber das hier ist quasi die Realfilmumsetzung gewesen seinerzeit mit Robin Williams als Peter Pan oder Peter Pan. Und ich habe den Männlichkeitsmuffel auf knappe 10 Minuten gestellt und bin gespannt, was uns erwartet. Vielleicht habt ihr es gerade gesehen, vielleicht hört ihr es auch ein bisschen. Diese typisch düdelige Musik, die wir so von vielen Ocean-Spielen schon gewohnt sind. Soundtrack finde ich immer super, aber oft ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich sag nur, Robocop 2 war auch von Ocean. Und auch da war der Soundtrack echt angenehm, aber das Spiel dann doch fantastisch scheiße. Und hier mit Continue, ich gehe mal davon aus, dass es hier... Ah, hier gibt es eine Speicherfunktion, okay. Ich dachte schon, das wäre auch was mit Passwort, aber das scheint nur mit Speicherfunktion auf der Batterie zu sein. Ja, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe den Film auch Ewigkeiten nicht gesehen. Peter, my name is Tink, also Tinkerbell begrüßt uns hier. Deine Kinder sind von Captain Hook entführt worden und nur du kannst sie von seinem Piratenschiff retten. Du bist Peter Pan. Ja, wo fangen wir denn jetzt mal an hier? Wir werden auf einer Oberweltkarte willkommen geheißen und ich kann mit meinem Steuerkreuz unten diesen Kompass steuern. Im Norden und im Osten scheint nichts los zu sein. Bei Christian und bei Mirko ist nichts los. Wir haben in unserem letzten Drei-Nasen-Podcast drüber geredet. Ich sitze ja im Westen, der Mirko im absoluten Norden und der Christian im absoluten Osten. Aber irgendwie kann ich hier keine Missionen starten. Schade. Im Süden könnte ich in die Geistermine und im Westen in den Piratenwald. Ja, komm, wir gucken da mal zuerst rein. Ich glaube, da hat gerade der Kompass auch als erstes drauf gestanden. Oh, wir sollen natürlich vorsichtig sein. Hier geht's zum... Oh, wie hieß der auf Deutsch? Niemalsbaum oder Neverbaum? Aber pass auf, da sind überall Piraten und auch die Tiere sind auch nicht allzu freundlich. Und meine Güte. Ich dachte, Peter Pan ist von allen gern gesehen. Boah, der kann aber springen, ey. Auch wieder so ein Spiel, wo der noch zwei Schritte weiter geht, wenn ich aufhöre, in die Richtung zu drucken. Das ist immer besonders schön. Oh, das ist aber Tinkerbell, ne? Bist du Tinkerbell? Anscheinend. Kann ich dich abschalten? Ich kann die so stechen mit B. Die Frage ist, kann ich diese Piraten... Boah, diese Kanone, ne? Boah, schon wieder. Kann ich die abstechen? Oh, anscheinend. Doch, er weicht zurück. Was ist das? Oh, das kann ich nehmen. Auch sehr schön. Steuerung fühlt sich irgendwie nicht ganz so harmonisch an, finde ich. Was hat er jetzt genommen? Kann ich... Wenn ich Select drücke, macht der so. Was ist das denn? Okay, wenn ich Start drücke, macht er komplett Pause. Aber was das soll, verstehe ich jetzt auch nicht, ey. Na, guckt da mal eine halbe Stunde hin, dann wird euch richtig schlecht. Ich meine, das ist eine ganz nette Funktion, um mal... Ach du Scheiße, da ging es ja komplett runter. Komme ich da auch so ran? Nein, natürlich nicht. Also mir fällt hier schon auf, diese Blätter und Co., das ist ja wirklich schwer zu erkennen. Schon an normalen Computerbildschirmen, so wie ich das ja hier gerade spiele. Am Gameboy-Bildschirm wird es richtig schwierig, ne? Mit den nachziehenden Pixeln und Co. Oh, ein bisschen Energie, ist nie verkehrt. Da ist wieder ein Pirat. Oh, Schlangen! Also die hätte ich auf dem normalen Gameboy-Bildschirm nicht gesehen. Oh. Dieser Guru da, was ist das denn? Ach du Scheiße! Oh. Ja, also ausgegoren ist das Ganze nicht. Miese Steuerung irgendwie. Also wieder das Problem, was wir oft haben. Bisschen zu direkt und dieses Nachziehen finde ich immer ätzend. Ne? Wenn er noch so ein, zwei Schritte weiter geht. Ich habe es gerade so grob angesprochen. Ne? Wir haben die Tage einen neuen Drei-Nasen-Podcast aufgenommen, der Christian, der Mirko und ich. Und wie viel Energie hat denn so Gegner hier eigentlich? Ah, den haben wir am Sonntag, also gestern, auf dem Kanal von Christian veröffentlicht und um 12 Uhr sind die Sachen immer online bei uns auf unserer Blogseite. Ach, das ist ein Gegner. Ich dachte, ich müsste den nehmen als Transportmittel. Ah, okay, das ist anscheinend auch etwas Böses.
Anscheinend ist alles hier böse, ne? Ich kenne den Zeichentrickfilm und auch den Realspielfilm eher ein bisschen anders. Natürlich sind die Piraten hinter Peter Pan her, aber dass wirklich alles den Peter Pan kaputt und tot machen will, das ist was Neues für mich. Ich erzähle das eben noch zu Ende, während wir mal in die Geistermine hineinschauen. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, in der Videobeschreibung ist natürlich verlinkt der Kanal von Christian, wo ihr die letzte Ausgabe von den drei Nasen findet und auch nochmal die Seite dreinasen.net, unsere Blogseite, wo auch der Podcast immer veröffentlicht wird. Ansonsten natürlich zu finden unter Spotify und wie die ganzen Anbieter so heißen, iTunes und Co. Ich denke mal, diesen Geistern sollte ich lieber ausweichen, die da so ankommen mit ihren Piratenhüten. Das sieht so geil aus mit ihren Händen. Okay, aber das Bewegungsmuster von dem Ding ist auch wieder... Warum komme ich denn da nicht hoch? Auf jeden Fall machen die super krasse Geräusche, diese Geister. Ach, guck mal, das ist Tinkerbell wieder. Hallo Tinkerbell, kann ich dich irgendwie auch einfangen oder mitnehmen oder irgendwas? Anscheinend soll ich das nicht. Ein bisschen Energie gibt's wieder. Aber hier ist auch irgendwie Schluss, ne? Da unten ist irgendwie so ein Zombie-Pirat. Den soll ich, glaube ich, auch nicht in die Arme laufen. Wir haben in dem Podcast über das Thema Sammeln geredet, ne? Also, wenn ihr gerne Podcasts hört und wir haben uns einfach mal über unsere Arten, wie wir und was wir sammeln, ein bisschen ausgelassen. Das ist natürlich immer sehr subjektiv, weil jeder findet natürlich seine Art, wie er sammelt, immer absolut richtig und so. Und ich erzähle auch von so ein paar Erfahrungen, die ich in Sammlergruppen und Co. gemacht habe. Und man merkt gerade in diesen Facebook-Gruppen und so, wo ich unterwegs bin, dass jeder so ein bisschen seinen eigenen Style hat. Das ist ja auch wichtig und richtig so. Aber ich habe da halt auch teilweise so ein paar Erfahrungen gemacht, wo man sich dann auch mal ärgern musste. Und ja, auch über sowas sprechen wir. So diesen digitalen Penisvergleich und solche Themen. Das sind alles Themen, die wir ansprechen in diesem eigentlich als 1 bis 2 Stunden geplanten Podcast, aus dem man da mal wieder 3 geworden sind. Ich glaube, ich muss da unten lang, ne? Deswegen, wenn ihr euch ein bisschen für das Thema Podcast erwärmen könnt, dann hört da gerne mal rein, würden wir uns freuen. Und lasst uns natürlich auch, vor allem auf dem Kanal von Christian, weil wir da auch immer die Kommentare sehr gut mitverfolgen können, lasst uns da einfach auch mal eure Meinung da. Guck mal, hier geht's weiter. Oh, eine Spinne. Das Spiel macht es sich selbst schwer, merke ich gerade. Es ist ordentlich schwer. Das kommt aber eher davon, weil man sich bei der Steuerung die ganze Zeit vorkommt, als ob man nicht wirklich Kontrolle hätte. Habt ihr gesehen, wie viel krass Energie ich wieder bekommen habe von diesem Muffin da gerade? Überall, oh! Überall irgendwelche Gegner. Genau, das Wasser ist wieder unheimlich böse. Da sind wir auch direkt wieder halb tot hier. Einen Hit habe ich noch, dann bin ich erst tot. Aber wahrscheinlich kommt gleich wieder irgendein Gegner, der mich sofort umnietet. Ach, guck mal, da kommt so eine andere Plattform. Ja. Was diese Woche noch kommt, weiß ich noch nicht so richtig. Möglicherweise Gameplay, vielleicht mal wieder ein Kuriositätenkabinett, aber ich kann sehr schwer abschätzen, ob ich Zeit dafür habe diese Woche. Ansonsten, wenn ich wenig Zeit habe, plane ich wieder eine Ausgabe Weidemania für euch. Und zwar schauen wir uns ein Stickeralbum an. Und zwar das Sticker-Album von, ich glaube, 91 oder 92. Ich mache auch gleich hier Schluss, wenn ich das nicht so abgenippelt bin. Aber wir wissen jetzt, wo wir her müssen. Guck mal hier, was das läuft. Ist das Ende des Levels? Nein, hier geht's nicht weiter. Ich glaube es ja wohl. Bin ich jetzt für diesen kleinen Muffin da so rübergelaufen? Guck mal, wenn ich nach oben drücke und B drücke, dann macht der so. Was macht der, wenn ich nach oben... Also irgendwie merke ich jetzt gerade erst, dass dieses Messerstechen, gerade wenn ich so vorher mich bücke, aussieht, als ob der seinen Ständer irgendwie da ins Bild hält. Okay, naja. Ja, das war's jetzt schon wieder, ne? Nee, ah, es kommt ein Drache, ne? Genau. Unter dem muss ich her. Schnell. Nee, also die Steuerung, es bleibt dabei. Man fühlt sich die ganze Zeit nicht so 100% in Kontrolle. Also sie ganz merkwürdig reagiert. Achso, jetzt kann ich hier oben weiter, ne? Oder wie ist das? Nein. Moment. Was war das denn? Warum ist er denn jetzt abgehauen? Okay, ich verstehe nichts. Ja, jetzt sind wir wieder hinüber. Ich verstehe nicht so richtig, was ich machen soll. Soll das eine Metroidvania-Levelstruktur sein oder was? Also besonders begeistert bin ich von dem Ding nicht. Es ist keine Vollkatastrophe wie Robocop, aber... Da habe ich auch von Ocean schon wesentlich Besseres gespielt.
auch mit dem, also ich muss den Realfilm nochmal sehen. Gab es da eine Geistermine? Gab es da einen Wald, in dem Piraten rumgerannt sind? Ich weiß es nicht so richtig. Ja, interessant. Ja, lustiges Spiel. Ich hab's, habe ich das nicht letztens vom Chico irgendwie mitgenommen? Oder, also ich habe irgendwo dieses Spiel letztens in einem echt guten Zustand mal wieder mitgenommen und habe da auch echt nichts für bezahlt. 2-3 Euro. Also viel mehr würde ich euch auch nicht empfehlen. Kurzer Test für heute mal wieder. Ja, brauchbares Jump'n'Run, aber ganz schön schwer und ein bisschen konfus, finde ich. Und Steuerung geht auch ein bisschen besser. Aber nichtsdestotrotz kein Total-Fail. Und von daher sage ich erstmal wieder vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, die Woche kommt auf jeden Fall noch was. Letzte Woche war ja sehr produktiv mit dem Unboxing von der WWE Slam Crate, Frag Onkel Weidemann und die drei Nasen. Also ich war da wirklich on fire. Das wird diese Woche definitiv nicht so weitergehen. Aber vielleicht habt ihr noch nicht alles gesehen und gehört. Da habt ihr noch einiges aufzuholen. Ist alles verlinkt in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Immer schön schroff bleiben. Wir machen den Abzug für heute. Kommen Sie wieder und bleiben Sie geil, ne?